wie ein junger Rennfahrer, Profi-Gott. Na komm, einmal noch. Ja, ich fahr über dich drüber und das merkst du gar nicht. Jetzt sind noch drin ein paar Gegner. Ach nee, die sind draußen, na gut. Wenn es so ist, dann können sie ja drin sein. Ja, ich schieb euch einfach weg, keine Angst, ich bin da ganz vorsichtig. Nummer 1. Und wie soll echt nicht checken, dass die Zange verwehren gleich? Nummer 2. Und Nummer 3 mache ich mit meinem Fuß, also mit meinem Handschellen. Genick, Bruch, Stange. Way. Ja, da habe ich jetzt gerade ein bisschen Niederländisch Nachhilfe bekommen. Und habe gelernt, weil ich habe jetzt gerade unterbrochen worden sein bin. Und habe gelernt, oh Gott. Mar, ik, mei, eben, vorstellen. Das heißt, darf ich mich Ihnen vorstellen? Hoppala. Ja, ich finde, dass Niederländisch eine sehr coole Sprache ist. Und dass sie ohne Kopf weiter rennen kann, ist echt unglaublich. Waj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 
Die Dinge kommen, glaube ich, bald wieder. Da ist er ja schon. So komische explodierende Deppen. Oh Gott, geh weg. Ich werde gleich wahnsinnig hier. Ich würde aber jetzt gern doch ein Schnittgerät haben. Habe ich ein Schnittgerät? Ja, ich habe ein Schnittgerät. Super. Da oben ist eins. Weil ich dann das machen kann hier. Yeah. Nein. Na gut, ein bisschen schlecht war das. Aber da voll Kopf abgeschnitten, das war cool. Hoppala. Das leckt jetzt gerade nicht, also. Nee, das leckt jetzt gerade nicht. Das ist YouTube, also das ist auf jeden Fall YouTube. Schön abgetrennter Arm. Lappen, ich brauche keinen Lappen, ich brauche Batterien. Battery. Mein Gott, einfach schneiden. Schneiden und nicht. Yeah. Slow Motion ist super, also das gefällt mir echt sehr gut. Gleich, gleich, gleich. Yeah. Bleib wachsam, bis der Mechaniker seine Arbeit abschließt. Also wache Sachen. Das war jetzt gerade. Indisch. Na, Schmarrn, Indisch geht anders. Oh ja, noch so ein geiles Gerät. Gleich wieder ausrüsten, weil wenn einer auf mich zugerommen kommen kommt. Wenn einer auf mich zugerommen kommen kommt. Schöner Versprecher. Wenn einer auf mich zugerommen kommt. Genau so ist es. Way. Dann weiß ich Bescheid. Was ist da drin? Batterien? Nix. Ja, gut. Die haben sie jetzt in 10 Sekunden irgendwie 30.000 Tonnen Stahl hergenommen und das Ding sicher gemacht. Geht ja, also man fleißt ja auch schnell. Also ich meine, Ding. Schweißt man auch. Man schweißt ja auch schnell. So ist es. Ach, ich schau mir mal die Filmsequenz an, weil das cool ist. Ich glaube, ich lerne jetzt doch Niederländisch, weil ich wollte eigentlich Französisch lernen. Parlez-vous français? Kann ich schon. Also, ja, gut. Ich will irgendeine Sprache lernen. Irgendwas Cooles. My daughter can't stay here. What? What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Ich könnte es ja nehmen, aber. Hey! Is this what you need? Mein Gott, nimmt sie halt mit. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. Oh, honey, listen to me. You have to, honey. Mein Gott, sie, also. Ja. Look at me. Schöne Zähne, mach den Mund auf. I love you. Er ist Zahnarzt. And this is how I want you to remember me. You promise me you'll take care of her. She'll come with us. Ja, mein Gott, nehmt's einfach mit, hey. Was soll denn das da, ey? Niederschlagen und dann fesseln und dann mitnehmen. Ja, fesseln aber erst. Live your life. I love you. Oh. Das ist ja fast traurig. Wenn mir das nicht scheißegal wäre. Na, also das geht mir schon echt nah. Also ich muss jetzt später auch weinen, wenn ich das jetzt hinter mich hab, das Spielen. Hey, yay! Komm. Ich hab grad gelesen, besorg sonst. Aber das stimmt nicht. Jeans Lager, sie kann Lager. Zum Lager, ich kann bei ihr lagern. Hey, das ist cool. Ah ja. Ich will gerne einsteigen. Ach, ich mach erst einmal reparieren. Ja. Warum nicht? Weil reparieren ist der Anfang. Wow. Vom Ende. Schwaches, böses, ist auch gut. Auch super. Ach, okay, passt. Ja, wie kann ich da einsteigen? Ach, ich muss mit ihr sprechen. Daddy. Mom, ja, ist egal. This is where my heart is too. Ihr Herz liegt hier. Belohnung, $5000. Sehr schön. Verlasse den Urlaubsort, um Nahrung, Medikamente und Waffen zu finden. Nimm Gin und fahre zum Stadttunnel. Yep. Yep. All set, let's go. Nimm Gin, wo ist schon mal? Gin ist ein Getränk und das ist ganz schlecht. Das ist nicht mal ein Witz, das ist ja nicht. Das ist ja ein Thomas, also.
Ja. Gut. Ist ein Insider, aber den weiß keiner außer ich und meine Kumpels. Ja. Ach. Ja, wir sind ja jetzt gleich da. Also plus 800 Meter, das ist ja mal ein Katzensprung. Also, ich mag Katzen. Katzen sind so süß. Ja. Zombies sind gar nicht süß. Ich könnte da irgendwas nehmen, aber das nehme ich nicht. Weil ich jetzt, ohne Gas zu geben, bergauf schneller fahre als bergab. Ja, der hat's drauf. Also das ist echt ein cooles Auto. Was cool wäre, wäre eine Kettensäge. Eine Kettensäge fände ich echt cool irgendwie. Da könnte man schön Fleischsalat machen und Gemüse, Anti-Gemüse, Schnitzel, Fleisch, Putendreck. Ja, gut. Also so Autofahrten sind immer recht unspannend. Außer, dass mal ein Zombie kommt und mir vor einen Spoiler läuft. Aber das ist nicht so wichtig. Oder witzig. Es wäre lustig, wenn wir jetzt irgendwie feststecken würden in irgendeinem komischen kleinen blöden Winkelchen zwischen zwei Bäumen. Und dann müsste man nochmal von neu anfangen. Aber es wäre nicht schön. Da drin gibt es bloß die Mission mit dem Alkohol und so und mit Molotov-Cocktails bauen, basteln, Dinger machen. Wow, da hinten war ein Ding. Ein selbstzerstörender Selbstmörder, der Flori heißt. Flori. Florian Florensen aus. Der Florist aus Florida. Das gefällt mir jetzt echt, ey. Ja. Aber der ist ja nicht da, also sind wir weitergefahren, es ist schon vorbei. Was ich eigentlich sagen wollte, ich würde auch gerne da sein, aber warum müssen wir jetzt zum Stadttunnel gehen? Weil irgendwie ist doch Sinamoi ist doch auch noch irgendwie ohne Hilfe oder so. Weil da unten ist jetzt die zweite Tankstellenautobahn, Raststätte mit dem Gemüsehändler, der Autos verkauft, wo ich doch gesagt habe. Und ach ja, da ist es doch schon. 8888. So wird's gemacht. Akt 2. Ach, Akt 2 erst? Nee. Die Hölle im Paradise? Ach so, Akt 2, Kapitel 5. Es gibt aber bloß 8 Kapitel. Und deswegen sind wir jetzt schon fast fertig. Scheiße. Ja, ist schade, aber. Es gibt ja so viel zur Zeit zum Spülen. Da kann man auch gar nicht genug von allem bekommen. Und dann kann ich endlich spielen. Ich glaube, das machen wir heute fertig, heute Nacht. Heute Nacht wird's vollbracht. Da wird Geschichte gemacht. Genau, und vor denen, Scheißtypen, vor denen habe ich nicht Angst, aber ich mag die einfach nicht, weil die auf mich zurennen und so laut sind gerade. Also die gefallen mir echt nicht, hey. Ich würde denen gerne den Kopf reinschießen, einfach so. Eine Stimme aus dem Himmel und sie sagt, du hast einen kleinen, Freund. The poor people. Oh doch, wir können sie einfach zurücklassen, das macht gar nichts. Quest abgeschlossen auf der Straße. Hämmern an der Himmelstür und da gehen wir noch gleich hin. Ich würde jetzt gerne mal wieder, ich würde jetzt gerne mal wieder so ein bisschen horrormäßiges Spiel spielen. Ach komm, oder? Nee, warte mal, Waldemar. Wow, 208, yeah, schwache, böse Sichel. Es gibt jetzt schon böse Sicheln. Die sind böse, die Sicheln. Ach nee, ich glaube, die tue ich mal da dran legen. Und irgendwas anderes Starkes noch. Weil ich bin mal gespannt, wie die angreifen werden. Die komischen Scheißviecher. Wenn sie normal angreifen, ist es schön. Aber wenn sie nicht normal angreifen, ist es nicht schön. Also die oben links und dann den rechts. Und dann können wir mal umschalten auf die E4.